Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Letztes Mal haben wir unseren Bus mit gelben Bändern ausgestattet, sodass wir mehr Durchsatz bekommen. Aber wenn wir hier beispielsweise die Transistoren anschauen, hier an dieser Stelle, dann sehen wir, dieses Band ist an dieser Stelle nicht ganz voll. Wir bekommen auch nicht genügend blaue Schaltkreise raus. Und hier mit den lilanen sieht es besser aus. Hier laufen nicht alle Maschinen für die Leichtbaumetalle. Die brauchen wir einerseits für die Forschung, aber dann bald auch für die Raketen. Und ich denke, das dürfte eines der nächsten Projekte sein. Aber drum wollen wir heute schauen, wo müssen wir anpacken, dass wir mehr Durchsatz bekommen. Und wir werden hier ganz vorne bei unserem Bus anfangen. Und da sehen wir, Harz, da Harz. Mal schauen, was ich da machen kann, dass wir da mehr Harz rausbekommen. Das sieht doch schon mal besser aus, oder es hat besser ausgesehen bis vor einem Moment. Denn nun sehen wir, wir haben hier zu wenig Holz, was wir rausbekommen. Aber wir haben hier die Anzahl Maschinen verdoppelt und sind von den roten Montagemaschinen 3 mit Herstelltempo 1,25 auf die grünen gewechselt, die Montagemaschinen 6 mit Herstelltempo 3,5. Das ist mehr als eine Verdoppelung der Herstellgeschwindigkeit. Und nun haben wir auch wieder Holz. Und ich frage mich, war das da einfach ein Problem, weil die ganzen Gewächshäuser nicht am Laufen waren, oder was war da? Aber vielleicht müssen wir hier effektiv etwas updaten. Wir könnten hier auf die Holzproduktion mit dem Dünger umsteigen, aber für Dünger brauchen wir Stickstoffseil und Ammonium. Und das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Wenn wir es auch einfach haben können und einfach aus Wasser und ein paar Setzlingen hier mehr erstellen können. Und ich denke, was wir machen können, ist, wir kopieren uns dieses Setup und machen das hier mal so ran. Und da müssen wir dann einfach schauen, wie machen wir da die Verbindung. Und dann machen wir hier für Holz und da brauche ich ein paar Gewächshäuser, um diesen Bau fertig zu bekommen.
Nach einem kleinen Upgrade hier oben mit Stapelgreifarmen und einer etwas schnelleren Montagemaschine hier sind wir gut, sodass wir Setzlinge bis hier hinten hin bekommen. Und das ist alles, was wir benötigen. Wir haben auch ein volles Band Holz, wir haben ein volles Band Harz und wir können einen Schritt weitergehen zu unseren Dioden. Hier sehen wir, die meisten Maschinen laufen nicht, weil hier das Ausgangband voll ist. Aber die produzieren wir eigentlich nur für die gelben Schaltkreise und von denen scheinen wir genug zu haben. Hier ein volles Band. Plastik könnten wir etwas mehr haben. Wir haben da ein paar Lücken auf dem Band. Aber das werden wir uns anschauen, wenn wir mit den größten Verbrauchern von Plastik durch sind. Hier sind wir bei den roten Chipsen. Und die sehen soweit auch gut aus. Volles Band hier. Dann Batterien sind okay. Dann hier die Flugrobotergestelle sind okay. Und dann sind wir hier effektiv bei den Dioden, die aufs Band gehen. Und da sehen wir, die produzieren nicht voll. Aber das Band ist auch nicht wirklich, oder die Materialien sind auch nicht wirklich so am Laufen. Wir können hier auch mal die Produktion anschauen. Dioden versus Verbrauch. Und das ist deckungsgleich. Das heißt, wir produzieren so viel, wie wir benötigen. Wenn wir uns aber die Transistoren anschauen, da sehen wir, ja, da laufen auch nicht alle Maschinen, weil das Band voll ist, aber das Band läuft durchgängig weg, nicht so wie hier, wo wir zumindest einseitig einen Stau haben. Drum denke ich, das, was wir hier machen müssen, ist etwa ab der Hälfte hier müssen wir dann das ganze Band für die Transistoren auf Rot upgraden und hoffentlich ist das dann hinreichend, so dass wir mit den Maschinen, die wir haben, die Menge, die wir benötigen, liefern können. Und das werden wir in Kürze feststellen. Sieht so aus, als ob wir hier ein volles Band hätten. Und hier laufen zumindest alle Maschinen. Wir können vielleicht hier das rote Band noch etwas weiter verlängern. Ja, da hat es kaum Lücken auf dem Band. Aber, das heißt, mit diesem Setup, ohne dass wir die Maschinen upgraden müssten, können wir nun mehr produzieren, weil wir die Dioden einfach schneller abtransportieren können. Wenn wir weiter schauen, hier haben wir die Roboter 1 und 2,
Da müssen wir nicht groß schauen. Dann die Eisenbahnverarbeitung. Da brauchen wir auch nicht die großen Mengen. Und dann haben wir hier unsere Logistikproduktion. Und während ich die Förderbänder abgedatet habe, habe ich die Gelegenheit genutzt und hier bei verschiedenen Roboports so einen Filtergreifarm rangemacht, der uns die alten Robins aus dem Netz fischt, sodass wir dann letztendlich nur noch die violetten drin haben. Und ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir möglicherweise noch Bauroboter, die etwas langsamer unterwegs sind, aber die Logistikroboter, die sollten alle violett sein. Gut, hier bei den integrierten Schaltkreisen, da sehen wir, da laufen alle Maschinen und hier oben haben wir zumindest ein volles Band. Was wir hier machen könnten, ist, wir machen einmal ein Upgrade und dann sollten wir wirklich ein volles Band bekommen. Und das heißt, wahrscheinlich werden dann einige Maschinen nicht mehr laufen, weil sie den Output nicht aufs Band legen können. Aber so wie es aussieht, zumindest momentan, haben wir nicht genügend Verbrauch für ein volles gelbes Band an integrierten Schaltkreisen. Aber fast. Und wenn wir da mehr brauchen, können wir das einfach auch auf Rot updaten. Dann hier hinten. Hier produzieren wir zu wenig. Warum ist das so? Weil wir hier zu wenig produzieren. Vielleicht wir einfach hier ein Update von den Maschinen, auch auf Blau. Und das sollte einen merklichen Unterschied machen. So, das. Okay. Nun kommen wir zu den interessanten Forschungen. Rakete. Spider-Tron, obwohl ich das noch nie benutzt habe. Dann die letzte Roboterstufe. Ich glaube, die brauchen dann einen radiothermischen Generator, aber dafür müssen sie wahrscheinlich nicht mehr aufgeladen werden. Dann Atombombe und die grünen Bänder. Und dann können wir das und das auch noch machen. Die sind immer noch etwas langsam. Machen wir noch eine Stufe. Hier mangelt es uns dann an den Transistoren, weil hier das Band einfach zu langsam ist.
Und das ist fast ein volles gelbes Band, das wir da rausbekommen. Ich glaube, das ist ein gutes Maß. Der Rest der Produktion sieht soweit gut aus. Nur hier das letzte, die Leichtbauteile, die, da stockt es wieder ein wenig, weil wir zu wenig Aluminium haben. Und wenn ich hier aufs Band schaue, dann sehen wir, okay, hier dünnen sich nun auch die integrierten Schaltkreise aus. Das heißt, da können wir nun auch hingehen und das Band bis hier auf Rot umzustellen und dann auch hier ja, ich denke, bis hier machen wir Rot, denn die Fabrik für die blauen Schaltkreise, die haben wir ja abgegradet, so dass wir hier einen höheren Verbrauch haben. Hier, da wird uns aber nichts umhin bringen, als das Band hier auf Rot abzudaten. Wahrscheinlich bis hier in die Mitte. Und dann müssen wir das natürlich bis ganz nach vorne durchziehen. Und hier vorne müssen wir dann natürlich sicherstellen, dass wir auch genügend Aluminium aufs rote Band bekommen. Denn sonst wäre das Ganze etwas umsonst gewesen. Und da sehen wir, das ist noch von Gelb, aber hier hinten, das sieht doch schon sehr gut aus. Aber wahrscheinlich müssen wir ein bisschen warten, bis der volle Durchsatz bis hier ganz nach hinten gekommen ist. Und in der Zwischenzeit, während wir das tun, können wir schauen, wie sieht es denn hier bei unseren Modulen aus. Und wir haben die ersten Geschwindigkeitsmodule. Und wie sieht es denn hier aus? Ja, auch die Produktivitätsmodule, da haben wir die ersten am Start. Und das wird einfach ein Weilchen dauern, bis wir da dann alles durch haben. Aber ich denke, mit dem jetzigen Setup sind wir in der Lage, kontinuierlich da Module zu produzieren. Denn hier sehen wir die ganzen Bänder. Ja. Wahrscheinlich könnten wir hier noch mehr Transistoren gebrauchen. Hier laufen sie kontinuierlich durch. Vielleicht machen wir hier einfach ein Upgrade auf ein gelbes Band. Das sollte zumindest etwas helfen. Dann bekommen wir den doppelten Durchsatz. Und das machen wir bis hier ganz oben hin, wo wir dann
ums Eck gehen. Denn ich denke, die Hauptmenge an Transistoren werden wir hier in dieser ersten Zeile brauchen. Und nicht unbedingt später. Gut, wie sieht es denn hier unten aus? Wir schaffen es nicht, alle Maschinen mit Aluminium zu versorgen, aber immerhin sind es mehr und diese Kiste wird langsam voll. Sehr gut. Dann schauen wir doch rasch mal hier zum Kunststoff. Bin ich mir nicht so sicher, ob das ausreicht, was wir da haben. Aber ich gehe nochmal zurück zu den Transistoren, um zu sehen. Ja, hier haben wir nicht genügend Plastik. Das ist etwas, was uns hindert. Und wenn wir hier unten schauen, hier müssen wir das Band auch upgraden, denke ich. Denn die Chemiefabriken, die waren voll mit Kunststoff, aber es mangelt einfach an der Ausladung. Da können wir dann auch mit schnelleren Fließbändern nachhelfen. Wir müssen zumindest auch sicherstellen, dass wir den Kunststoff oder Plastik auch wegbringen. Wir machen das mal bis hierhin mit Rot. Und dann schauen wir uns die Verarbeitung da unten nochmals an. Und ja, da sehen wir die Roboter, die sind die Bauroboter, das sind noch die ersten. Und ja, vielleicht machen wir auch hier einfach mal ein Update. Und hier sind wir wahrscheinlich bald wieder voll. Das heißt, ich mache da prophylaktisch schon mal Platz frei und werde den größeren Roboports haben wir sogar hier unten Versorgung für die Reparatur. Das heißt, die werden gleich wieder ersetzt. Aber wir machen auch hier ein Upgrade. Vom Förderband, so dass wir denn die Maschinen hier, die können das Sodiumhydroxid gar nicht aufs Förderband legen und darum nichts produzieren, was nicht so toll ist. Und jetzt sehen wir hier, da geht was und ich glaube, wir können die noch upgraden. Das waren die
Die blauen. Das sind nur zwei. Und die haben 1,75 Herstelltempo, 2,75. Und die haben dann sogar 3,5. Vielleicht machen wir das nochmals. Auch die Grünen. Denn ansonsten müssen wir allenfalls mehr Chemiefabrik hier unten hinstellen, um sicherzustellen, dass wir genügend Plastik produzieren. Und das, was nun passieren kann, ist, dass uns das Klo ausgeht. Aber ich denke, zumindest solange wir hier dann das Sodiumhydroxid abtransportieren können, sollten wir in der Lage sein, da hinten noch ein paar mehr Maschinen anzuhängen, denn Salz produzieren wir genügend. Und damit sollten wir auch genügend Kunststoff produzieren, dass unsere Boden hier alle durchlaufen. Ah ja, und jetzt sehen wir hier, da bekommen wir auch zu wenig und an was mangelt es uns hier? Carbon. Was ist da vorne? Ja, und so wie es aussieht, hat das so einen Effekt, nachdem wir hinten mehr produziert haben, verbrauchen wir vorne mehr. Und darum sehen wir jetzt auch okay bei den gelben. Da brauchen wir mehr. Und hier liegt es an den Kupferdrähten und da brauchen wir wahrscheinlich einfach schnelles Förderband, damit wir hier mehr Durchsatz haben. Ich denke, für die Transistoren können wir zumindest für die oberen drei Montagemaschinen das Band auf blau upgraden. Bis ganz nach hinten hin. Hier für die Dioden, da müssen wir effektiv schauen, dass wir da mehr Carbon durchbekommen. Denn da produzieren wir einfach zu wenig. Können wir diese Fabriken updaten? Ja. Können wir und hat das allenfalls einen Effekt auf die Geschwindigkeit. Wir bekommen fast ein volles gelbes Band raus. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir dann hier auch auf Rot wechseln. Nicht, dass das Förderband der Engpass ist, der verhindert, dass wir da genügend Carbon durchbekommen. Und das brauchen wir bis hier hinten, denke ich. Ja, hier sind wir bei den Dioden. Wir brauchen es auch weiter hinten, aber ich denke, bis dahin haben wir dann wahrscheinlich genügend Carbon verbraucht, dass ein gelbes Band auch noch ausreicht. Das ist Herstelltempo 2. Das ist Herstelltempo 3. Ich glaube,
da gibt es noch eine Variante, weil das sind die chemischen Öfen und das sind die Vielzwecköfen. Und in denen kann ich chemische Produkte sowie auch Legierungen herstellen. Und die haben Herstelltempo 4. Das sollte das Problem auch beheben. Und ich denke, damit sind wir zwar noch nicht am Ende von notwendigen Verbesserungen, aber am Ende von dieser Folge. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!